Lukas Klapfer, eine lange Nacht, die ist zu Ende. Der doppelte bronzene Lukas bist du jetzt. Unglaublich, oder? Ja, schon ein bisschen ziemlich unrealistisch. Also wenn man es da vorne gesagt hätte, hätte ich gesagt, du spinnst. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Und ja, es ist jetzt echt genial. Und zwar umgehängt haben ist halt wirklich ein Wahnsinn. Ja. Ich glaube, das ist einmal Olympische Spiele, beziehungsweise zwei Wochen, die ich in meinem Leben nicht so schnell vergessen werde, beziehungsweise nie vergessen werde. Und ja, das haben wir natürlich gestern auch gebührend gefeiert und dementsprechend heute ein bisschen mehr müde wie sonst. Beschreibt noch einmal kurz den gestrigen Tag. Es war wirklich ein unglaubliches Match, das ihr euch geliefert habt mit den anderen Nationen. Zum Schluss, Gott sei Dank, für uns ein dritter Platz. Ja, es war schon auf der Chance ein Wahnsinn. Also ich glaube, wie wir uns dann eingesteigert haben in den Sprungbewerb, das war eigentlich schon richtig genial. Und dann als Erster von der Chance weg auf die Alpen, natürlich rechnet man schon ein bisschen, aber wir haben gesehen, die Japaner sind noch sehr knapp bei uns dabei. Und von denen her war es wirklich ein Kampf dann. Und erst wie der Bernie seine Attacke geritten hat, haben wir dann eigentlich gewusst, okay, jetzt könnte es wirklich was werden. Und dann waren wir halt überglücklich, wie dann der Mario über die Ziellinie gelaufen ist als Dritter. Der Bernie hat ja auch andere Qualitäten gestern gezeigt, nämlich als Sänger. Das ist richtig im Internet durch die Decke gegangen. Ist er bei euch auch oft mit der Gitarre unterwegs? Ja, jetzt so auf die Trainingskurse eher weniger, aber immer wieder, wenn man irgendwo zu so einer Feier kommt, wo es eine Gitarre gibt, dann ist er der Erste, was auf der Bühne oben steht und dann gibt es eigentlich nur mal einen Gas und das ist Vollgas bei ihm. Und dann steht er 2-3 Stunden oben und klimpert mit der Gitarre um und er ist ja gesanglich genial und er spielt ja wirklich alles aus dem Stegreif aus. Also den sagst du irgendein Liedl und er kann es auf der Gitarre. Also das ist wirklich unglaublich und das ist ein richtiger Stimmungsmacher. Bei dir klimpern vor allem die Medaillen. Was passiert jetzt zu Hause? Wo werden die einen Platz bekommen? Ja, ich habe jetzt schon überlegt ein bisschen. Also werden wir sicher einen Glasschrank richten bzw. machen lassen, wo die Medaillen reinkommen, die Sochi-Medaille dazu, die 3 Bronzenen dann zusammen auf einen Ort. Dabei liegt die Sochi-Medaille noch im Bankschließfach und ich glaube, die gehört dann auch würdig präsentiert und dann kommen sie zu den 2 dazu und einen schönen beleuchteten Platz finden und dann passt das ganz gut. Viel Erfolg und danke noch einmal. Ihr habt uns allen eine Riesenfreude bereitet in Österreich. Danke, das gefällt mir, wenn es euch Spaß gemacht hat. Willi Denifel, im zarten Alter von 37 Jahren hat es geklappt. Olympisches Edelmetall hängt um deine Brust. Sensationell. Ja, absolut. Ich meine, so viele Olympische Spiele wird es für mich nicht mehr geben. Und vor allem wirklich bei dem letzten Abdruck, letzten Wettkampf noch eine Medaille zu machen. Es war schwierig, aber es hat einfach mega Spaß gemacht mit der ganzen Mannschaft zusammen. Das Bild, was wir reingehabt haben, ab dem ersten Tag weg bis jetzt zum Schluss, ist schon absolut was Besonderes. Es war extrem intensiv auf der Loipe, ja, alle 4 habt es ordentlich gefightet. Wie war denn speziell dein Lauf? Hast du gewusst, das kann der ganz große Tag für euch werden? Ja, das haben wir gewusst. Vor allem haben wir gewusst, auf der Chance müssen wir es machen. Da hat jeder einen sehr guten Sprung gezeigt, jeder hat sich von anderen nochmal pushen lassen. Und dann war die Ausgangssituation wirklich sehr, sehr gut, weil man ja, gegen die Deutschen war nicht wirklich ein Kraut gewachsen. Wir haben gewusst, wir kämpfen vielleicht mit den Norwegern um Silber, dass wir da mitfighten können, aber im Endeffekt haben wir dann wirklich auch auf Japan, auf Frankreich, da hat man noch aufpassen müssen, aber ja, war einfach sensationell. Wir haben gewusst, wenn wir da 3., 4. Mann in der Position sein, dann können wir das erhalten. Du hast gesagt, wahrscheinlich die letzten Spiele, aber hast du jetzt nicht vielleicht ein bisschen Blut geleckt? Es gibt ja eine Claudia Riegler, eine Noriaki Kasai, wie sie alle heißen. Ja, dann lassen wir die wirklich Riegler und Kasai sein. Ich glaube nicht, dass ich 2022 nochmal dabei bin. Also ich freue mich jetzt nicht einmal auf die Medaille, feiere das einmal gescheit. Genießen wir noch die Saison und nachher nächstes Jahr WM, dann schauen wir weiter. Dann vielen Dank, ihr habt uns allen viel Freude bereitet. Danke, ist uns auch. Bernie Gruber, herzliche Gratulation zur Medaille, aber auch herzliche Gratulation zu deiner Gesangseinlage. Beide sensationell, ungeahnte Qualitäten. Ja, es ist die Musik ist meine größte Leidenschaft, neben dem Sport eben. Und da kann ich ganz gut abschalten einmal, wenn es eben vom Training ein bisschen viel ist oder so. Oder eben, wenn ich mal Regenerationszeit habe, dann nütze ich das und bin kreativ auf der Gitarre und schreibe eben, ja, macht mir Spaß, selber Lieder zu schreiben und dann auch Lieder nachzuspielen. Also kreativ zu sein, das taugt mir gut. Ist das schon vielleicht eine Zweitkarriere, wenn es mit der sportlichen Karriere irgendwann zu Ende ist? Schauen wir mal. Also ja, vielleicht könnte ich schon liebäugeln damit oder ich könnte mich schon anfreunden damit. Wäre natürlich lässig, aber muss ich schauen. Ich muss die Kirche im Dorf lassen. Als Musiker, glaube ich, hat man es nicht so leicht. Aber schauen wir mal, was sie ergibt.
Kommen wir noch einmal auf den gestrigen sportlichen Tag zurück. Ihr alle habt euch hervorragend geschlagen beim Springen, aber auch in der Loipe. Wie war denn für dich ganz persönlich dieses Duell, das du dir mit Norwegen und mit Japan geliefert hast? Ja, also meine Aufgabe war eben, den Japaner abzuschütteln. Und ja, er ist in der ersten Runde dran geblieben. Also er hat gekämpft, eben, dass er dran bleibt. Und ich habe nachher eben in der zweiten Runde habe ich nachher die Entscheidung gesucht und habe nachher gesagt, okay, ich gehe mein eigenes Tempo und habe dann eben eine Lücke ein bisschen aufmachen können und habe auch noch über Norwegen ein paar Sekunden rausholen können. Und das war eigentlich der Plan, weil ich dann eben so viel Vorsprung wie möglich auf den Mario übergeben wollte. Und der Plan ist voll aufgegangen. Wie hat sich denn diese Medaille anders angefühlt als zu Zeiten damals noch mit Felix Gottwald und Co.? Ja, es ist einfach, jede Medaille hat ihre speziellen Momente und speziellen Emotionen und die Medaille strahlt wieder ganz eigen in einer eigenen Emotion und es waren so viele spezielle Momente dabei und wo wir als Team so sensationell agiert haben und es hat schon angefangen auf der Schanzen, dass jeder von uns so sensationelle Sprünge gehabt hat und dann auch in der Loipen sind wir uns über uns hinausgewachsen, also war schon wieder schön, so die Medaille erkämpfen und schlussendlich haben wir uns irrsinnig gefreut. Der Luki, der Willi und du, ihr seid ja die drei Routiniers im Team, aber der Mario Seidel hat gezeigt, dass wir uns auch in der Zukunft für diesen Sport, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, oder? Genau, definitiv. Also sehr wichtig und ich muss auch Hut ab vom Mario, weil seine ersten Olympischen Spiele und dann gleich als Schlussläufer. Also da lastet schon eine Last auf einen, kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es hängt schon ein bisschen auf Verantwortung oder halt zumindest, man gibt 100%, aber es ist halt, man muss natürlich auch taktisch auch ein bisschen klug laufen und das hat er einfach sensationell gemacht und da ist die Zukunft abgesichert. Ja. Mario Seidel, du warst der Schlussläufer unserer Bronzenen. Wie war es denn? Ja, war echt ein genialer Tag, ein genialer Moment, wie ich da über die Ziellinie laufen habe dürfen als Dritter. Wir haben gestern als Team richtige gute Leistung zeigen können. Jeder hat den besten Sprung im Wettkampf zeigen können. Und auch auf der Loipe haben wir natürlich bei der Aufstellung, sagen wir mal, ein bisschen riskiert. Aber ich habe die Rolle nachher, muss ich sagen, gern angenommen. Und cool, dass das aufgegangen ist. Und natürlich mega geil, jetzt mit der Medaille da stehen. Bist du in einer Liga mit einem Bernie Gruber, mit einem Felix Gottwald, Denifel, wie das heißt, hättest du das gedacht in so jungen Jahren, dass du da schon mit Edelmetall um den Hals wieder nach Hause fährst? Ja, ich meine, von klein auf träumt man ja davon, dass man bei Olympischen Spielen dabei ist und auch, wenn es gut geht, auch Medaille mithaben nehmen darf. Und dass ich jetzt das schon bei den ersten Spielen von mir miterleben darf, ist wunderschön und ich muss sagen, natürlich hat man das Ziel ständig vor Augen beim Training und so, aber dass es nachher richtig wahr wird, habe ich natürlich nicht gerechnet, aber jetzt ist es natürlich umso schöner.